und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Und ja, wow, die Woche ist jetzt echt schnell vergangen und was noch krasser ist, der am Mittwoch hat sogar schon einen Monat wieder geendet. Unglaublich. Ja, was ich auf jeden Fall heute mal gerne mit euch besprechen wollte oder worum es mir heute geht, ist das Thema immer noch. Ich habe eine neue Kamera, also ich muss mich noch etwas umgewöhnen, also entschuldigt für alle Eventualitäten. Und falls der Ton schlecht war, tut es mir auch leid. Gut, ich habe ja am Mittwoch, wo auch übrigens der Monat geendet hat, voll krass, habe ich ja euch erzählt, dass ich einfach mal die letzte Zeit öfter Nein hätte sagen sollen. Und habe euch auch kleine Tipps gegeben, wie man lernt, Nein zu sagen. Heute möchte ich euch ein paar, ja, dieses Video ist jetzt mehr für Angehörige, Familienmitglieder oder Leute, in deren Umfeld ein anderer Asperger ist. Oder eben ich. kann ja auch passieren. Wow, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt gerade kommt es mir. Gut, hätten wir es jetzt auch mal geklärt. Ich möchte heute über das Thema, wie für mich Hilfe anzunehmen leichter ist. Weil Hilfe anzunehmen ist oft eine sehr schwierige Sache und ich mag es auch überhaupt nicht. Und ja, ich erkläre euch auch gerne, warum ich es nicht mag. Es ist so oft, wenn jemand einem helfen möchte bei Sachen, sowas wie ich putze gern für dich das Regal oder ich helfe dir jetzt irgendwie dein Handy einzurichten oder ja, wobei auch immer, dass es dann meistens auch zu Blickveränderungen kommt. Dann hast du irgendwelche neuen Sachen in deinem Blick und ja, das mag ich nicht so besonders. Und die andere Sache ist, früher, wenn ich immer Hausaufgaben gemacht habe, Hausaufgaben bei Mom abgeschrieben habe, war es so, dass wirklich so war, dass Mom immer denselben Kuli genommen hat und ich hatte auch meinen Kuli. Und einmal ist es wirklich passiert, ich weiß bis heute nicht, wer es war, aber ich könnte schwören, es war mein Vater, dass ich mit diesem Kuli schreiben wollte und er hat sich komplett anders angefühlt. Und ich weiß, jetzt wird jeder, der das nicht kennt, sagen, ihr spinnt doch, ihr seid verrückt, ihr an einer Klatsche. Aber es ist wirklich so. Ich spüre, wenn jemand mit meinem Kuli oder mit meinem Stift schreibt, ich kann das spüren. Richtig, weil er da einen anderen Fluss hat. Das ist wirklich, meine Mom spürt sowas auch. Und ja, sowas macht uns dann wahnsinnig. Und manchmal ist es auch so, wenn du jemanden bei Computersachen um Hilfe bittest, wie meine Mom, manchmal mich, dass ich manchmal viel zu schnell klicke und dann verschwindet plötzlich ein Symbol auf ihrem Bildschirm. Und wenn es auch nur für ein paar Minuten ist, kann sowas meine Mutter einfach wahnsinnig machen. Und ich für meinen Teil, wenn ich mir vorstelle, dass jemand bei mir am Computer irgendein Symbol verändern würde, weil ich kann blind, wirklich blind jede Sache öffnen, weil ich immer genau weiß, wo was wie ist. Wenn da irgendjemand irgendwas ändern würde, dann könnte ich mich nicht mehr so richtig zurechtfinden. Also müsste ich mich wieder neu zurechtfinden. Und ist so etwas, was einfach nicht immer einfach ist. Und deswegen kommt hier mein erster Tipp. Wenn man jemandem helfen möchte, der ein sehr bildliches Denken hat, dann kann es manchmal einfach auch helfen, ein Handyfoto zu machen und um dann zu wissen, wo die Sachen genau standen. Weil auch wenn jemand nur ein Deo ein bisschen verschiebt, komme ich ins Zimmer und ich sehe das. Ich kann dann nicht genau sagen, was es ist, aber ich sehe dann, dass sich irgendwas verändert hat und dann werde ich immer verrückt und das macht mich dann immer schaller und ich denke dann stundenlang drüber nach, was hat sich da jetzt geändert. Die zweite Sache, die sehr hilfreich sein kann, ist, wenn du jemandem hilfst und etwas nicht mehr weißt, wo es hingehört, denjenigen fragen, wo war das, weil dann kann der zum Beispiel selbst sagen, es ist da und da gestanden oder es selbst irgendwo anders hinstellen und sich dann, wenn man selber etwas umstellt, ist es immer ein bisschen einfacher zu ertragen, als wenn es jemand anders umstellt. Und ja, der nächste Tipp ist, wenn jemand
wenn du jemanden, der sehr schwer sich damit tut, Hilfe anzunehmen, die Hilfe anbietest, kann es sein, dass du als erste Reaktion tendenziell Nein bekommst. Und auch als zweite, dritte und zehnte Reaktion. Und derjenige dann ein paar Minuten später, wenn du gefühlt gar nicht mehr das auf dem Schirm hast, zu dir kommt und sagt, du, kannst du mir da dabei helfen? Und du dir dann innerlich wahrscheinlich denkst, willst du mich jetzt verarschen? Ich habe jetzt gerade stundenlang gefragt, ob ich dir helfen kann, aber du wolltest meine Hilfe nicht. Aber manchmal braucht man einfach so ein bisschen Zeit und manchmal braucht man auch einfach so dieses, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Dieses sich selbst überwinden, ja, sagen, ich brauche Hilfe. Ja, die andere Sache ist, manchmal kann es auch hilfreich sein, wenn du einfach nur zu dem anderen dazugehst und ihm dann sagst, ich bin da und wenn du mich brauchst, dann sag was. Und dann kannst du auch Sachen machen, die du möchtest, einfach in der Zeit und einfach abzuwarten. Das kann auch sehr gut, also meine Mama macht das oft so, sie kommt zu mir, geht dann an meine Zimmertüren und sagt mir, ich bin da und wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und wenn ich dann Hilfe brauche, kann ich auch Bescheid sagen und weiß dann auch, dass ich einfach, ja, dass da jemand ist, der mir hilft. Und das kann auch manchmal schon viel helfen. Ja, das habe ich auch gerade viel, viel gesagt. Entschuldigt. Die andere Sache, die natürlich auch sehr hilfreich sein kann, aber nicht immer sein muss, ist, ja, oh, jetzt habe ich das Wort vergessen. Es tut mir leid, wartet. Ja, jetzt habe ich einen Hänger. Also fange ich jetzt woanders an. Also, was auch sehr hilfreich für mich persönlich ist, ist, wenn ich zum Beispiel einfach sagen kann: Du Mama, hilfst du mir mit den Handschritten? Wenn ich gerade zum Beispiel bei mir es auch manchmal sein kann, dass ich einfach vergesse, wie schneidet man sich ein Brot, wie schmiert man sich ein Brot, aber dann selbst gerne es machen möchte und ich dann einfach mir das von Mama erklären lassen möchte auch. Was zum Beispiel also nicht sehr hilfreich ist, ist, wenn du siehst, mehr oder weniger, dass jemand gerade Riesenprobleme hat mit dem Brot schmieren, dann hinzugehen und zu sagen, ich komm schon, ich mach das für dich. Weil das ist dann mehr dieses, ich nehme dir die Chance, es gerade nochmal wieder zu lernen, weg. Weil es kann immer sein, dass ich zum Beispiel also mitten in der Nacht hungrig bin und dann nicht zu wissen, wie ich mir ein Brot machen kann, ist für den, der helfen möchte, Schrott. Und für mich auch, weil es ja dann so ist, dass ich es dann nicht mehr weiß und ich den anderen dann ja wecken muss, mitten in der Nacht, um zu sagen, du, kannst du mir ein Brot schmieren? Ich habe Hunger. Und das ist ja jetzt nicht wirklich sowas, wo man jemanden deswegen wecken möchte. Und dann kann es passieren, dass ich mit krummelndem Magen lieber im Bett liege, weil ich mir denke, ich kann den doch jetzt nicht wecken, nur weil ich ein Brot will. Ja, und das ist ja dann eher kontraproduktiv als wirklich. Auch sehr hilfreich ist, einfach mal etwas vorzumachen. Also das beste Beispiel, das mir einfällt. Also dieses T-Shirt regt mich heute auf, entschuldigt. ja, so war ich stehen geblieben. Ja, etwas vormachen. Meine Mom zum Beispiel hat mir Stricken beigebracht innerhalb von 5 Minuten. Weil sie hat mir gezeigt, wie es geht und indem sie es gemacht hat. Und dann hab ich weitergemacht und seitdem stricke ich an Schals. Und streng genommen stricke ich auch schon ungefähr seit gefühlten 10 Jahren an einem Schal. Mein Schal, lala Schal. Der hat angefangen damit, dass ich eine Wolle aufbrauchen wollte, aber allein mit dem wäre es zu klein gewesen. Dann habe ich dieses 1 Kilo Wolle gekauft und meine Mom hat mir dann noch den Tipp gegeben: Kauf's nicht, du wirst nie im Leben so viel stricken. Und ich habe nicht auf sie gehört. Und jetzt liegt der Schal in meinem Schrank. Und immer mal wieder stricke ich so 2 Bahnen, aber so wirklich was tun tut sich daran nicht. Ja. Damit kommen wir übrigens zu meinem Tipp Nummer. Ich weiß nicht wie viel, aber egal, zu meinem nächsten Tipp. Manchmal können auch Tipps helfen oder auch einfach nur. Ja, den anderen machen lassen. Meine Mom sagt immer sehr gerne, ich könnte dir jetzt theoretisch, habe ich schon kommen sehen, dass das schief geht. Theoretisch habe ich schon geahnt, dass es dich überfordert, aber ich kann dir auch nicht immer die Möglichkeit wegnehmen, etwas daraus zu lernen, weil wenn du es nicht selber lernst, dann merkst du es dir ja nicht.
Und ja, auch wenn ich in dem Moment manchmal denke, toll, jetzt hast du mich mal wieder hier so voll vor den Zug gestoßen gefühlt. Vor diesen, jetzt bin ich total müde Zug. Und trotzdem denke ich dann aber auch immer, sie hat ja schon recht, weil wenn sie gesagt hätte, lass es, dann hätte ich es trotzdem gemacht. Gut, das sind so meine ersten Tipps, wie ihr jemandem helfen könnt, der ein bildliches Sehen hat oder der auch einfach sich schwer tut, damit nach zu fragen. Und mein letzter Tipp ist, ja, einfach Geduld haben, weil die Geduld zu haben, jemandem die Chance zu geben, um Hilfe zu bitten, auch wenn es noch so lange geht, auch wenn man zusehen muss, wie der andere gefühlt sich die Hände bricht bei irgendwelchen Arbeiten, die total einfach sind, sind sie manchmal in der Situation für denjenigen nicht einfach. Aber zu fragen, könntest du mir bitte helfen, kann manchmal auch einfach nur die schwierigste Sache der Welt sein. Gut, ich denke, wir können jetzt noch zum Querdenker-Quiz kommen und deswegen lese ich euch wie immer jetzt die Frage nochmal vor. Die war: Alle Zeitungen, alle TV- und Radiosender berichten davon, am 21.08. 1986 starben in Kamerun Tausende von Menschen und Tieren. Es war keine Krankheit, keine Seuche. Die Toten hatten keine sichtbaren Verletzungen, aber in der Nähe lag ein See. So, und die Antwort, jetzt zeige ich euch wie immer natürlich noch die Quizfrage. Ich muss nur mal mich noch umgewöhnen mit dem neuen, mit der neuen Kamera. Entschuldigt. So. Und jetzt lese ich euch die Antwort vor. Und die Antwort ist: Was hat der See mit den Todesfällen zu tun? Mit dieser Frage bist du auf dem richtigen Weg. Der Niossee befindet sich in einem Vulkankrater. Oh, weißt du, im August 1986, nee, 86 setzte der See durch eine Eruption schlagartig fast 2 Millionen Tonnen CO2, Kohlendioxid frei. Das Giftgas tötete Menschen und Tiere und in einer Entfernung von bis zu 27 Kilometern. Okay, also das ist jetzt wirklich ein bisschen eine fiese Frage. Ich zeige es euch trotzdem, die Antwort wie immer. Das war eigentlich auch schon alles. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist mit Hilfe geben und Hilfe nehmen. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.rietmeier@outlook.com oder eben auch gerne eine Nachricht auf Facebook oder Twitter. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis bald und tschüss.